Der Grund, warum wir nicht auf unsere volle Energie zugreifen können, der Grund, warum wir uns manchmal nicht konzentrieren können und der Grund, warum Menschen nach etwas süchtig sind, das alles hat dieselbe Ursache. Und das schauen wir uns in diesem Video mal genauer an. Es gibt ein Hormon, was unser bester Freund und auch gleichzeitig unser schlimmster Feind sein kann. Ein Hormon, was dafür gesorgt hat, dass wir in der Urzeit überlebt haben, weil wir einen Entdecker dran hatten. Ein Hormon, was dafür gesorgt hat, dass wir uns von Natur aus abwechslungsreich ernährt haben und was uns garantiert hat, dass wir, ohne drüber nachzudenken, eine gesunde Ernährung pflegen. Und dieses Hormon ist in der heutigen Zeit leider unser größter Feind. Ich spreche von Dopamin. Dopamin ist nicht nur ein Belohnungshormon und eines der sogenannten Glückshormone, sondern es ist vor allem auch ein Hormon für Euphorie und für Begeisterung. Und Dopamin ist eigentlich was voll Tolles. Weißt du, damals in der Urzeit, da haben die Menschen, die sich nur von einer Art Nahrung ernährt haben, die sind halt irgendwann an Mangelernährung draufgegangen. Und Dopamin wird immer dann freigesetzt, wenn du was gegessen hast, was du vielleicht noch nicht so kennst oder was du schon lange nicht mehr gegessen hast. Und hier kommt Problem Nummer 1. Dopamin ist nämlich einer der Hauptgründe, warum wir in der heutigen Zeit eine ungesunde Ernährung pflegen. Denn es gibt so ein paar Stoffe, die triggern unabhängig davon, ob wir uns abwechslungsreich ernähren oder nicht, immer einen Dopamin, einen Belohnungsschub. Und das ist eigentlich fast alles mit Zucker und noch mehr mit Geschmacksverstärkern. Heißt also, diese Nahrung sorgt dafür, dass wir jedes Mal, wenn wir sie essen, einen Dopaminschub bekommen. Und jetzt ist das Problem, Dopamin ist eine Droge und wir sind alle Junkies. Denn Dopamin hat den Effekt, dass es immer weniger freigesetzt wird, je mehr du davon bei einer Tätigkeit erhältst. Heißt also, wenn du beispielsweise richtig viel Zuckerhaltiges gegessen hast, dann wirst du kaum noch Dopamin beim Essen von gesunden Sachen wie Obst oder Gemüse bekommen. Warum? Einfach, weil der Dopaminspiegel so hoch durch den Zucker gesetzt wurde und durchs Gemüse eben nur kurz so. Und wenn wir da nicht aufpassen und kein Bewusstsein haben, ernähren wir uns ungesund. Allerdings hat Dopamin noch einen weiteren Nachteil und hier reden wir jetzt mal vom Thema Sucht. Was ist eigentlich eine Sucht? Eine Sucht nach Drogen aller Art, aber auch nach Nahrungsmitteln, nach Menschen, nach Spielen, nach Tätigkeiten. Eine Sucht kommt daher, dass unser Gehirn nicht mehr anders weiß, wie es Dopamin generieren soll. Wenn wir also nach irgendetwas süchtig sind, ich nehme jetzt mal direkt die Drogen als hartes Beispiel, dann sieht unser Unterbewusstsein nur noch die Möglichkeit, Dopamin, Belohnung, Freude zu erhalten, indem wir eben genau dieses Suchtmittel nehmen, weil die Mittel eben bam, den Dopaminspiegel richtig nach oben holzen. Gegenmittel dagegen klingt jetzt total banal, aber ich möchte es dir über eine Studie erklären, nämlich über die Rattenland-Studie. Bei der Rattenland-Studie hat man Folgendes probiert. Man hat geschaut, hey, wie verhalten sich Tiere eigentlich, wenn man ihnen die Bereitschaft oder die Möglichkeit gibt, Drogen zu nehmen? Und man hat in ein Gehege mit Ratten dann am Ende einen Spender reingetan. Und aus diesem Spender kam nichts anderes als reines Morphium raus. Die Tiere hatten also die Möglichkeit, sich richtig gut zuzudröhnen. Und alle Tiere in diesem Versuch sind an einer Überdosis Morphium gestorben. Jetzt mag man sagen, naja, ist doch logisch, ist ja ein Suchtmittel. Naja, man hat da mal geschaut, die Tiere waren in einem Käfig, die hatten Fressi und die hatten den Morphiumspender und sonst nichts den ganzen Tag zu tun. Klar, wenn nichts anderes da ist. Man hat den Versuch also nochmal unter veränderten Bedingungen gestartet. Und diesmal erschuf man das Rattenland. Man hat geschaut, was macht Ratten glücklich und hat einen riesen Park, also für Rattenverhältnisse, riesen Park aufgebaut. Essen wurde durch Spiel erhalten, das heißt, die mussten Rätsel lösen, die mussten was machen. Es war einfach für die den ganzen Tag Spaß da. Es waren genug Ratten da, damit auch das Thema Paarung, das Thema soziale Bedürfnisse gestillt ist. Und die Ratten hatten eine sehr artgerechte Umgebung. Und in dieser Umgebung waren Morphiumspender platziert. Und jetzt kommt das Interessante. Die Ratten haben das Morphium fast alle einmal probiert und danach aber nicht wieder angerührt. Warum? Weil deren Unterbewusstsein einen Weg gesehen hatte, sich Lebensfreude zu verschaffen. Und hier sehe ich ein ganz großes Kernproblem. Es gibt in unserer Gesellschaft nicht das Problem mit Drogen, sondern es gibt ein Problem mit zu wenig Quellen für Lebensfreude, für Sinn und für Erfüllung. Denn ansonsten würden Drogen diese Sucht gar nicht schüren können. Sei dir dessen bewusst und ich bin mir sicher, dass ich mit diesem Satz mich jetzt unbeliebt machen werde. In dem Moment, wo ein Bedürfnis nach Zigaretten, Alkohol oder irgendwelchen anderen Rauschmitteln oder auch nur noch stark zuckerhaltiger Nahrung ist, ist irgendwo im Leben etwas, was dafür sorgt, dass wir uns nicht so glücklich, nicht so belohnt fühlen, wie wir es eigentlich möchten und versuchen damit diesen Punkt zu betäuben. Das ist die psychologische Definition und auch das psychologisch Erwiesene. Warum Menschen, warum Lebewesen zu solchen Mitteln greifen. Und jetzt kommen wir mal zu einem Weg,
der unseren Dopaminspiegel leider auf eine ganz unangenehme Weise beeinflusst. Und zwar ist es alles, was Social Media ist, was mit Scrollen zu tun hat. Ich weiß, YouTube im Verlauf und auch in der Vorschau ist nichts anderes. Auch wenn man da mit Browser-Plugins definitiv dafür sorgen kann, dass die YouTube-Feed nicht mehr ganz so ablenkt. In dem Moment, wo wir was entdecken, was wir noch nicht kennen, zum Beispiel ein Gesicht von einem Menschen sehen, das wir noch nicht kennen oder lange nicht gesehen haben, kriegen wir auch einen ganz kleinen Dopaminstoß. Das ist an sich nicht verkehrt. Wenn du jetzt aber durch Social Media durchscrollst, neues Gesicht, neuer Eindruck und in jeder Sekunde, wo du das machst, gibt es einen kleinen Dopaminstoß. Nicht stark genug, um dich ernsthaft glücklich zu machen, aber stark genug, um dich in der Plattform drin zu halten. Das hat ja den Grund, warum die alle den Feed am Handy haben, wo du runterscrollen kannst. Man hätte es auch anders lösen können, aber in dem Moment, wo wir es so machen, ist halt dieser kleine Suchtfaktor wiedergegeben. Nur hier ist das Problem, wenn du immer wieder so einen kleinen Schub bekommst, du fühlst dich nicht ernsthaft belohnt, du hast aber irgendwann über die kleinen Schübe, ohne dass du es merkst, deine Tagesdosis Dopamin, die du brauchst, um zufrieden zu sein, erreicht und bist dann im Anschluss, aus Gründen, wo du gar nicht das auf diese Tätigkeit schiebst, plötzlich antriebslos, weil du merkst, hey, irgendwie für heute kein Bock mehr auf Veränderung, bessere Ernährung, was anpacken, was das eigene Leben echt verändert, mal überlegen, was man wirklich tun kann, um im anderen Leben auch Verbesserungen zu bewirken. Du siehst also an der Stelle, es ist ziemlich schwierig, in dieser heutigen Zeit sich zu schützen vor unangenehmem Dopamin. Ist es das wirklich? Ich würde sagen, nein. Du kennst jetzt die Ursachen und du weißt jetzt ganz genau, woher die Quelle für Antriebslosigkeit, für zu wenig Energie und für Sucht aller Art kommt. Dopamin ist ein wunderbares Hormon, wenn wir es auf die richtigen Weisen holen. Wenn man es allerdings auf die Weisen, wie in diesem Video beschrieben, holt, dann hat das langfristige Schäden aufs Leben und kann dasselbe sogar beenden. Du siehst also die Entscheidung, was dir am Ende die Freude bringt und die Entscheidung, ob du zulässt, dass etwas Negatives in dein Leben tritt, die liegt von Anfang an und an jedem Tag bei dir.